Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Unlimited World Red. Und wir haben jetzt hier das Wort gefunden und deswegen können wir diesen Felsen hier einfach mal zerstören, der jetzt zwar überhaupt nicht hingepasst hat, aber von mir aus passt er so gar nicht in die Optik. So ein bewucherter, mit Moos bewachsener Felsen mitten in der Wüste, aber okay. これ、ネッサだな。俺一人なら平気だが、この距離を全員で渡り切るとなると、ここはあいつの出番だな。ソルジャードックシステム、チャンネル5、遠隔誘導システムオン。ブラキオタンク5号発進。 Ja, du mich auch. Der Panzer ist da. Also, wir sind jetzt im Tank, oder was? Nein, wir wurden direkt rübergebracht. Okay, ich dachte schon, wir sind jetzt ein bisschen Batman Arkham Knight-mäßig unterwegs, der jetzt ja auch mit seinem Bat-Tank da unterwegs ist. Aber da hat man uns doch verschont und hat das normale Gameplay weitergemacht. Da ist etwas. Das will ich haben. So. X ist oben, A ist rechts. Das reicht nicht. Verdammt, der hätte mehr als 40 gebraucht. Das reicht leider nicht. Wir müssen, glaube ich, dafür ein besseres Netz bekommen. Naja. Egal. Ich habe alles getan, was ich konnte. So schnell kann ich die Knöpfe nicht drücken, weil ich jedes Mal vorher überlegen muss, wo ist was bei der PlayStation. Das ist immer intuitiv. Da weiß ich, dass Dreieck oben ist, Viereck links, Kreis rechts und X unten. Das ist mittlerweile im Kopf eingespeichert. Auch durch diverse Spiele, die mit Quicktime-Events laufen, wie zum Beispiel Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm-Reihe. Oder auch Heavy Rain, zum Beispiel Beyond Two Souls. Das sind alle Spiele gewesen, die halt ja, viel auf Tastenkombinationskram gelegt haben. Dadurch bin ich da sehr geübt. Auf allen anderen Systemen funktioniert das bei mir so gar nicht. Okay, wir sind da im Palast. Frage ist, kommt jetzt direkt der Endboss-Fight oder kommt vorher noch was? Oh, jetzt kommt vorher noch was. Wir haben jetzt hier Alabaster schön. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die Gegner so direkt vor unseren Augen spawnen. Da wäre technisch auf jeden Fall auf der Wii U mehr drin gewesen. Und ich gehe auch davon aus, dass auf der PlayStation 3 da mehr drin gewesen wäre. Also ist es ja nicht die Gegnermenge, die wir in den Pirate Warriors hatten. Da ist es dann ja bestimmt nicht gewesen, dass mit der Hardware, die PS3 hat, dass dann da halt ja nicht möglich war, so viele Gegner auf einmal dann überall gleichzeitig quasi am Laufen zu halten. Aber selbst da war ja quasi die Gegner ja weiter weggespawnt als hier. Und hier sind wirklich meistens nur 5, 6. Finde ich, wie gesagt, irgendwie nicht ganz zeitgemäß. Aber okay. Hat sich dafür entschieden und ich muss das akzeptieren. So, das kann selbst Zorro nicht zerschneiden. Da ist ein Tor. Durch das können wir anscheinend noch nicht durch. Sehe ich das richtig? Du kennst diese Gebietsaktion nicht. Toll. Da habe ich schon einen richtigen Charakter dabei, kann aber die Gebietsaktion kenne ich noch nicht. Super toll. Na, Marinekumpels. Das deutet sehr darauf hin, dass wir erst gegen Smoker oder so ein Kram kämpfen müssen, wenn hier so viele Marineleute rumlaufen. Sonst würden hier ja eher die Barockfirma-Leute unterwegs sein, wenn wir es hier nur mit Crocodile aufnehmen müssten. Rechts ist die Sackgasse, dann gehe ich erst lang. Drei Holzblöcke und eine Falle. Kam dann plötzlich von hinten oder was? Ich hab die gar nicht gesehen. Ich hab irgendwie jetzt unsere Kumpel gerade geboxt haben, irgendwen. Die haben auch noch Schießpulver und eine Glasscheibe gehabt. Nehme ich auch gerne mit.
Fässer. Ja. Das waren Fässer, die man nicht kaputt schlagen kann. Die dann wahrscheinlich auch nicht. Nein. Die Wand da vorne ist bröckelig. Da kann man auch durch. Und da gibt es auch einen Schatz. Reines Eisen und Stahl. Okay, links wäre der längere Weg gewesen. Rechts ist eine Sackgasse. Das ist quasi die Abkürzung oder was? Wenn man das sieht, dass das bröckelig ist. Ja, das ist quasi die Sackgasse hier. Toll. Gehen wir da mal weiter. Oh, Ziegelstücke geben uns das auch. Die werden sicherlich auch noch für diverse Häuser wichtig. Ich möchte zumindest wissen, was hier links noch war. Deswegen gehe ich den Weg auch mal. Und das spawnen wieder Gegner direkt auf uns drauf, quasi. Ein Hoch auf die Technik. Also wie gesagt, dass der 3DS und die PS Vita das vielleicht nicht so viel besser hinkriegen. Das kann ich ja eventuell noch ein ganz klein bisschen nachvollziehen, aber auf der Wii U vor allem, wenn man da sieht, was Mario Kart zum Beispiel für eine Grafikkammer raushaut, da ist, wenn die Grafik jetzt schon ein bisschen drunter leiden muss, hätte ich aber wenigstens erwartet, dass sowas besser klappt. Also ihr seht, glaube ich, bislang bin ich diesem Spiel noch sehr kritisch gegenüber, weil ich halt wirklich die Unlimited Cruise-Spiele vom Kampfsystem und so weiter und so fort extrem geil fand. Und fand, ich hatte auch sehr, sehr viel aus der Wii rausgeholt. Und ja, so ein Multiplattform-Titel ist dann halt meist halt, ja, ein bisschen schlechter. Weil er halt für mehrere Systeme gleichzeitig angeglichen werden muss. Okay. Ich gebe alle angezeigten Befehle an, um einen Break-Sturm. Ja, gut, den haben wir schon gemacht. Mehr oder weniger. Beim Drachen nämlich. In Part 2. Die erste haben wir erledigt. Ich glaube, ich muss hier tutorialmäßig erstmal die Aufgabe erfüllen. Und noch so. Na, also, jetzt haben wir den Break. Beim anderen Spiel war es immer so, dass sie dann definitiv Items haben fallen lassen. Das sieht jetzt auch so aus, ne? Ja, die beiden, die wir natürlich besiegt haben, haben Items fallen lassen. Ist also genauso wie in Unlimited Cruise. Also alles bis auf das Kampfsystem ist gleich wie in den Spielen, die ich kenne. Wurde ja für die Leute, die es auf der Wii nicht gespielt haben, wurde das Ganze auch für 3DS geremaked. Unlimited Cruise 1 und 2 für die Wii. Gibt es auch als Remake für die 3DS. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Unlimited Cruise SP oder so hieß es, glaube ich. Waren sehr, sehr geile Spiele für mich nur zu. Also ich kann es nur empfehlen. Wer es nicht gespielt hat, wer es noch nicht besitzt. Macht sicherlich auch Sinn, das Ganze auf dem 3DS zu kaufen, weil die Steuerung war auf der Wii teilweise doch ein bisschen. Naja, nicht ganz so präzise. Vor allem was Angeln und so weiter anging. Da ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Donkey Kong. Country Returns, so dass es dann die 3DS-Variante dann steuerungsmäßig dann wieder verbessert wurde, beziehungsweise präziser gemacht wurde und auf die Bewegungsstörung verzichtet wurde. Wir haben jetzt Haki, mein Freund. Wir brauchen kein Wasser mehr, um dich zu besiegen. Okay, Endboss fight, Crocodile. Ist gerade ein bisschen sehr laut auf meinen Ohren, dieser Kampf. Okay, hat weniger Leben abgezogen, als ich erwartet hatte, aber gut. Wäre ja, glaube ich, auch zu easy, wenn man den dann so einfach wegballert. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum dann manchmal der Schutzknopf funktioniert und manchmal nicht. Und warum ich jetzt erst in einer Millisekunde bevor angegriffen hat, den Knopf drücken konnte. Und vorher wird mir das immer schon viel früher angezeigt. Wie
funktioniert. So ganz verstehe ich es noch nicht, aber gut. Vielleicht kommt es ja noch. Hey, ich habe doch Schutz gedrückt. Will ich mich jetzt verarschen? Strange. Wo ist er hin? Oh, da hinten ist er hin. Na sicher. Ja. Frankie, hast du eine Idee? Außer zur Seite gehen. Okay, die Kampffläche wurde sehen halbiert. Er hat wieder volles Leben. Warum hat er denn wieder volles Leben? Ich hab A gedrückt. Ja, ich hab A gedrückt. Spacken. So. Ich sehe nichts. Okay, jetzt ist wieder da. Aber scheint so, als könnten wir dem Ganzen jetzt ein Ende bereiten. Ja. Kein Ding. Und so. Und jetzt machen wir dich platt. Tschüss, Crocodile. Von wegen Revanche und so? Das war gar nichts. Aha. Episode 2 abgeschlossen. Revanche im heißen Sand. Okay. Ist das die Stärke? Haben wir jetzt erhalten? Ach, jetzt ist Schneiden verfügbar, oder was? Etwas, was ich vorher bekommen können. Okay, jetzt können wir auch den Boden umgraben. Das ist wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit, dieses Level nochmal erneut zu forschen und dann halt mit Zoro das Ding kaputt zu kriegen. Sterntotenkopf, Explosionskraut, Heilmittel herstellen. Okay. Also wir können jetzt mit Chopper graben und mit Zoro diese Zäune kaputt schneiden. Das ist beides neu. Und das heißt, wir können dieses Level jetzt nochmal neu erkunden. To be continued. Ja, wir speichern. So, fehlen uns noch Brook, Sanji, Nami und Robin. Und dann haben wir alle wieder zusammen. Und dann gucke ich mal, wie die Story dann weitergeht. Ein bisschen ähnlich wie in im ersten Unlimited Cruise. Oder Ultimate Cruise. Ne, Ultimate Adventure ist das eine, glaube ich, und das andere ist Unlimited Cruise, so war es, glaube ich. Da muss man am Anfang auch erstmal die ganzen Strohhüte zusammensammeln. Aber wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall noch im Let's Play machen. Na, rückst du dich raus mit der Sprache, dass du uns in eine Falle gejockt hast, mein Freund? Enies Lobby.
Er konnte es uns also nicht sagen, dass er uns hier in den Falle gelockt hat. Speichert haben wir gerade erst. Also gut, das nächste Kapitel wird dann wahrscheinlich Illis Lobby sein. Deswegen, ach ja stimmt, wir wollten ja was bauen, das müssen wir wahrscheinlich hier drin machen, ne? Ich gehe nochmal zurück. Mach mal rein. So, hier, erweitern. Wir können jetzt eine Apotheke öffnen, dafür brauchen wir aber noch ein Kraut mehr. Toll. Es fehlt ein Kraut. Aber wir können ja mal in die Fabrik bauen. Fabrikforschung unterstützen. Da fehlt uns ein Eisenklumpen für, na super. Also ein Eisenklumpen und ein Kraut. Was haben wir denn im Lager? Können wir ja rein theoretisch mal die Heilkapsel mitnehmen. Wenn wir sie schon haben, dann können wir sie auch mitnehmen. Haben wir für Lissab oder Chopper irgendwelche Kleidung? Ne, ich werde auf jeden Fall nach dieser Aufnahme-Session noch erstmal. Oder nach dieser Aufnahme erstmal diese Session beenden so. Und dann werde ich nochmal gucken, ob das mit den Codes dann doch noch irgendwie klappt. Dass ich dann mal irgendwann keinen Fehlercode beim Nintendo Store da bekomme. Ja. Dann kann ich eigentlich nur mal kurz gucken, ob ich hier oben noch einen Ballon finde. Da ist einer. Und was der Typ zu seiner Fabrik sagt. Da wollte ich nicht hin. Boah, vor allem diese Steuerung in der Stadt, ne? Die kotzt so an. Die kotzt so an, diese Steuerung in der Stadt. Die ist so schlimm. Tach. Okay, wir können jetzt entwickeln. Und zwar können wir... Ah, die Angel, das Insektennetz. Das können wir jetzt also auf Groß Nummer 2 machen. Wir können ja auch unsere Items, die wir gefunden haben, verbessern. Okay, Magmaklumpen, großer Holzblock. Bislang brauchen wir es noch nicht. Aber macht Sinn, das können wir verbessern. Dafür brauchen wir rostigen Schrott und einen Holzblock. Na gut, dass ich das habe. Jetzt fehlt uns Müll. Wir brauchen einmal mehr Müll. Hätte ich das erwartet, dass ich irgendwann mal in diesem Spiel Müll brauche... Aber wir brauchen tatsächlich für beides Müll. Das ist natürlich schade. Wir haben nämlich sonst alles in Hülle und Fülle, nur den Müll nicht. In der Stadt muss doch irgendwo Müll sein. Hier leben so viele Leute, kannst du mir nicht sagen, dass die alle ordentlich sind. Vor allem, was ist denn da drüben noch alles? Können wir da auch überall noch was bauen? Wir scheinen ja nur die eine Hälfte der Stadt bereisen zu können. Aha, Panda-Ballon. Haben wir den eben einmal. Ich kann dir gerne etwas zeigen. Ich habe ja sogar einige gefunden, aber aus irgendeinem Grund kann ich die wohl nicht zeigen. Ich weiß bislang auch noch nicht, was wir damit machen können mit den geangelten und gefangenen Kreaturen. Wieder rüber. Da drüben gibt es doch auch Sachen, so wie Kisten und so einen ganzen Kram. Na, vielleicht ist es später erst so weit. Wir müssen dafür erst in der Story ein bisschen voranschreiten, damit das funktioniert. Was willst du denn? Ein Restaurant. Na, dann brauchen wir noch ein Restaurant. Noch irgendwo einer auf der Karte, der was will, ja? Karte genau hier. Oder ist das hier das Ding? Quests. Ja, das werden wahrscheinlich diese Quests hier sein. Level East Blue, Level Fragezeichen. Wir brauchen aber erst 2000 Piratenpunkte. Wir haben erst 350. Eine Boss-Quest. Ah, heruntergeladene Quest. Das wird wahrscheinlich die sein, von der ich eben vorhin sprach. Von dem DLC, den ich habe. Den, der hier mit beiliegt, bei dieser Version. Da werden wir die wahrscheinlich anwählen können. Quest als Bosscharakter spielt. Ah! Oh! Okay, wenn wir das Kampfkolosseum ein bisschen machen, dann können wir also auch als Bosscharaktere spielen. Das ist interessant. Das macht sicherlich mal Spaß, auch als die Gegner spielen zu können. Schauen wir uns dann mal an. Haben wir irgendwelche Münzen gefunden? Nö. Na ja, klar. Aber hat sich ja gelohnt, dass wir die größte Rubbelkarte genommen haben. So, sonst noch irgendwas? Vielleicht ist hier unten am Hafen noch irgendwo.
Oder ist ja eher der Marktplatz, wenn ich das richtig gehört hatte am Anfang. Wahrscheinlich wird hier in den ganzen Toren auch noch irgendwas versteckt sein. Momentan gibt es hier aber noch nichts. Jo, dann gucken wir mal kurz, ob wir das Restaurant bauen können. Ne, dafür brauchen wir noch ein bisschen normalen Reis. Lege Item. Ach, hier stimmt, die Itemwörter gibt es ja auch. Hm. Gut, dass ich hier mal an alles denke. Zwei Itemwörter gibt es ja. Ich habe aber nur eins bislang. Na gut, dass wir ein paar haben. Natürlich auch noch welche ausrüsten. Ach so, Lisa hat noch gar keins. Hat Chopper denn eins? Auch noch nicht. Na dann. So, wir gehen nochmal zurück nach Alabasta. Und wir starten dann hier in der Mitte. Die wird bearbeitet. Wir nehmen diesmal Chopper an erster Stelle. Zora an zweite und dann kommt Lissab an dritte. Dann können wir nämlich mal gucken, was da vergraben ist und was hinter diesem Zaun ist, den Zora jetzt schneiden konnte. Chopper kann leicht die Gestalt wechseln und starke Angriffe sowie schnelle harte Schläge ausführen. Halte R und drücke, wenn der Heilmittel zu erzeugen, okay? Damit können wir die TP unserer Freunde erhöhen. Hm, interessant. Was mich persönlich noch interessiert hätte, kann man den Charakter eigentlich auch wechseln während des Kampfes? Anführer wechseln, tatsächlich. Das heißt, man muss jetzt nicht die ganze Zeit mit Chopper rumlaufen, muss sich jetzt nur am Anfang ein Dreier-Team aussuchen. Also sechs Charaktere müssen zu Hause bleiben, drei kann man mitnehmen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Müsste der richtige Weg sein. Da drüben müsste das zum Graben gewesen sein. Und jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Kein Problem. Kung-Fu-Robben sind wieder da, natürlich. Da haben wir schon fast alle Formen durch, die Chopper so kann. Okay, den Rest macht ihr. Ich grab schon mal. Oh, hier ist ein mysteriöses Ei. Hier ist ein klebriger Ton. Ja, das ist alles exakt wie... Also die ganzen Sachen, die man hier findet, sind alle exakt wie in Unlimited Cruise. Die Dinger zum Graben sehen genauso aus. Die Hölzer zum Kaputtmachen sehen genauso aus. Da hat man wirklich eins zu eins dieselbe Textur übernommen. Ich weiß nicht, ob das was Positives oder was Negatives ist. Also ob man jetzt einfach nur zu faul war, eine andere Textur zu entwickeln. Ja, auch die Kakteen und so weiter und so fort. Also zu faul war einfach eine neue Textur zu machen, oder ob man es halt so, ja, sagen wollte, sie fliegt immer noch im selben Universum, so. Bin ich ein bisschen zwiegespalten zu. Was das Kampfsystem anbelangt, ist auf jeden Fall okay. So kann ich jetzt bis hierhin sagen, ist okay. Haben mir gefiel, wie gesagt, das Ding im... anderen, also in Unlimited Cruise gefiel mir besser.
So. Jetzt haben wir auch den Eisenklumpen, der uns noch fehlte, glaube ich. Fehlt uns ein Eisenklumpen? Müll fehlt uns auf jeden Fall zweimal. So. Da links war nur das Dörfchen. Und hier können wir mal das probieren. Ich meine, warum nicht? Wir haben es ja. Vielen Dank für den ganzen rostigen Schrott. Könnt ihr auch mal Müll fallen lassen, bitte? Nein, nur rostiger Schrott. Toll. Ich will aber Müll haben. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich in irgendeinem Spiel mal unbedingt Müll brauche. Aber in diesem Spiel ist es tatsächlich so, dass wir Müll brauchen. In diesen Fässern war doch ab und an mal Müll drin. Mal gucken. Für mich. Drei Kaktusblumen. Und Kaktusfleisch. Und hier ist schwarzer Pfeffer. Naja. Vielleicht brauchen wir das für ein Restaurant, den schwarzen Pfeffer. Obwohl, den Restaurant haben wir ja schon. Da fehlt uns ja nur Reis. Mal gucken, wie stark uns das Ding jetzt ist. Das war der falsche Knopf. Das war schon mal gut. Jetzt schon gefangen? Also das Netz ist auf Stufe 2 schon viel, viel stärker als auf Stufe 1. Ja, auf Stufe 1 haben wir nichts falsch gemacht. Und trotzdem plus 20% am Ende fehlt und uns noch bestimmt noch weitere 25-30%. Diesmal haben wir es in der normalen Zeit geschafft, also das Netz ist schon um einiges stärker. Dadurch, dass wir jetzt schon fast Stufe 2 machen konnten, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Normales Mehl. Gib mir entweder Reis oder Müll. Aber Mehl brauche ich nicht. So, hier hoch. Zorro macht gleich das Tor kaputt. Na, immerhin kann man ja... Eine positive Sache ist, dass es hier jetzt eigentlich keine wirklichen Ladescreens in den Levels gibt. In den Levels selbst. Alles relativ, also mehr oder weniger flüssig Übergang, also flüssiger Übergang zwischen dem einen Gebiet und dem nächsten. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, da hatte man an der Mitte Fuß schon relativ lange Ladezeiten zwischendurch. Das hat teilweise schon genervt. Und das Kampfsystem ist ja auch wesentlich actiongeladener, weil jetzt halt drei Charaktere rumlaufen, also das... Vielleicht ist das hier tatsächlich das Spiel, was am Limited Fuß eigentlich sein sollte. Nur es ging nicht, weil die Hardware damals nicht zu stark war. Also nicht stark genug war. Und jetzt konnte man das auf diese umsetzen, aber wie gesagt, wir gibt es von der Steuerung, die ging an Limited Fuse und von der Spielart her, dass man jede Attacke einzeln aufleveln konnte, je nachdem wie häufig man sie genutzt hat, gefiel mir einfach besser. Aber okay, ich muss mich lösen, das hier ist ein vollkommen neues Spiel. Das hat mit dem Vorgänger fast nichts mehr zu tun. Außer dass die Items alle gleich aussehen. Deswegen muss ich damit zurechtkommen hier. Was ist da drin? Ein Wort gefunden. Ja, gut. Ob ich das Wort jetzt brauche, ist nicht so die Frage, aber Zoro hat jetzt ein zweites. Kurz auf die Karte. Die haben wir jetzt alle platt. Mal die Müll drin. Holzblatt. Das hat mir gefallen gelassen. Das Pulver und gib mir Müll. Gib mir Müll. Gib mir Müll. Ich
Wir will haben. Schießpulver. Ich will verkackten Müll. Wozu braucht man eigentlich Müll, um eine Angel und einen Kescher zu verbessern? Wozu braucht man da Müll? Macht das in irgendwelchen Zusammenhängen Sinn? Mir fällt nämlich gerade so gar keinen Zusammenhang ein, in dem das Sinn machen würde. Egal, ihr könnt mich alle mal. Obwohl. Ich hätte ein SP dafür. Dann könnt ihr mich alle mal. So, unten Ausgang oder so? Gibt's ja nicht mal einen Ausgang! Ich weiß nicht, darf jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Sehe ich das gerade richtig? Da habe ich ja so viel Bock drauf, dass ich gar nicht erst anfange zu kämpfen hier. Aber der Part ist hier eh vorbei, deswegen würde ich sagen, ich laufe jetzt einfach offscreen wieder zurück zur Stadt, speichere dann, mach aus und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, in dem wir dann auch das nächste Storygebiet bereisen. Und ja, ich habe dann bis dahin hoffentlich die ganzen DLCs mal aktiviert, da können wir auch mal ein bisschen die DLC-Kostüme anschauen. Wie gesagt, einer liegt beim Spiel dabei, einen habe ich wegen Vorbesteller bekommen, also... Ich glaube, es sind noch die einzigen beiden DLCs, die es bislang gibt. Hoffe ich zumindest. Ich will kein Spiel spielen, was schon 80.000 DLCs am Release-Tag hat. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.